So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Warum bin ich ins Wasser gehüpft? Einfach für die Folge anfangen. Hallo, wo ist das große Monster? Da war ein großer Fischi, der uns verfolgt hatte, aber er ist weg. Beim letzten Mal sind wir hier an einem neuen Ort angekommen. Und ich muss das scannen. Ein Stück der Seebahn. Wir wollen die Seebahn haben. Aber dafür brauchen wir erstmal die Aufbaustation und sowas. Eine Signalboje. Oh, die will ich auch scannen. Jawohl. Genau. Da kann man sich Wegpunkte für machen. Ja, beim letzten Mal sind wir hier rüber geschwommen. Wir haben das Signal einfach random bekommen und... jetzt sind wir hier und können uns einen Kaffeeautomaten holen. Es müssten ja warme Getränke sein. Das sollte eigentlich ganz gut sein für Kälte und sowas. Kaffeeautomat freigeschaltet. Ein Abfalleimer will ich auch. Neuer Bauplan erzeugt Thermoskanne. Oh, gucken, wir kriegen sogar mehr davon, als wir denken. Ja, ist es ein bisschen kalt hier? Desinfiziertes Wasser. Okay. Das ist, glaube ich, sogar extra gutes Water. Ducken kann man sich tatsächlich nicht. Und was macht man gegen Kälte? Hilft die Lampe? Nee. Das Wasser hilft, theoretisch. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know it's good for you, you'll get the hell out of here. Okay. Ich gehe mal kurz ins Water und mich aufwärmen. Und dann scanne ich den Krabbi, bevor der mich boxt. Keine Idee, der Steinbrecher. So. Tab drücken. Großes Krebstier, das sich von winzigen Larven ernährt, die es mit seinen kräftigen Schlagarmen aus Korallen und Gestein herauslöst. Beurteilung meiden oder mit Futter ablenken. Okay, aber dann können wir seine Erze abbauen oder so. Vielleicht ist das die Law Person of Interest. Die Law of Interest. Schnee nehmen, okay. Die unsere Schwester erwähnt hat. Möglich ist es. So, da sind Wärmeblümchen. Thermallilie. Aber schon gruselig. Thermallilien sind ungewöhnliche Landpflanzen, die häufig an Felswänden wachsen. Tagsüber richten sie sich nach der Sonne aus, absorbieren die Wärmestrahlung und speichern sie im Inneren. Nachts schließen sie ihre Blütenblätter, um den Wärmeverlust zu verringern, und nutzen ihre Wärmespeicher, um die rauen arktischen Bedingungen zu überleben. Und schauen einen scheinbar sehr gerne an. Ich weiß nicht, ob es hier Gegner gibt auf der Insel, deswegen gehen wir mal straight zu dem Turm. Außer die hat eine Schrotflinte oder so und schießt uns jetzt ab, dann haben wir halt gelitten. Ich sehe keine Minen oder so. Puh. Interessant, hat auf jeden Fall sehr viele Höhlen. Ich will aber erstmal zu dem Turm hoch. Dafür folgen wir dem Weg hier. Gehen wir ein bisschen schneller. Nicht, dass wir noch hier erfrieren. Hauptpilz. Sagte ich. Er sagte, er geht schneller und bleibt instant beim ersten Objekt stehen. Hallo. Ich hoffe, von euch gibt es keine böse Version oder so. Ah, guck mal, hier ist ein Labor unten. Okay. Haben sich zwei eingekloppt. Ihr seid gruselig. Metall, Mineraldetektor, den habe ich schon, ne? Ja. Altera PDA, Daten runterladen. Emanuels Sonderwunsch. Emanuel gab mir diesen modifizierten Scanner und sagte, ich brauche mehr Duschköpfe. Dies sollte dich zu den notwendigen Mineralien führen. Was? Er sagte mir auch, dass ich solle es nicht an die große Glocke hängen. Das ist es wohl, was einem ein Masterabschluss in angewandter Geologie heutzutage bringt. Ein Job als besserer Bauarbeiter. Ich hätte Interstellares Recht studieren sollen, wie Papa sagte. Ich muss es trotzdem für Emanuel erledigen. Keine Ahnung, was er mit dem Scanner gemacht hat, aber er macht einen großartigen Job, wenn es darum geht, bestimmte Mineralien zu finden. Immer besser als zu hoffen, irgendwie über die richtige Aufschlüsse zu stolpern. Ja. Okay. Schwefel. Nehmen wir mit. Noch mehr Schwefel. Nehmen wir mit. Wie voll ist mein Inventar? Das müsste sehr voll sein. Okay. Nicht mehr giga viel Platz. Da klingt es ein bisschen sehr warm. Und hier ist noch ganz viel Zeug an den Wänden zum Abbauen. Ach, deswegen seid ihr zugeklappt. Es ist Nacht geworden. Hallo? Ist ein bisschen zu viele Partikel. Ich sehe nichts. Da ist eine Höhle. Es führt ja nur weiter runter. Wir wollen ja hoch. Hier ist ein bisschen zu viel Schnee.
Jetzt regnet es auch. Okay, Regen ist tatsächlich irgendwo auch besser. Es führt nur irgendwie im Kreis und nicht hoch. Wird doch ein Weg auf den Berg hochgehen, ohne dass ich Parcours mache. Gehen wir nochmal hier rein. Ich hätte die Taschenlampe tatsächlich machen sollen. Ich habe nicht erwartet, dass es so düster hier wird. Vielleicht geht es hier lang hoch. Irgendein Weg wird auch sehr nach oben führen. Und hier gibt es so Titan und Kupfer. Und Mars. Oh. Hallo? Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Ich hab mich so eine Geisteskranke in einem Mech verfolgt, wenn ich hier hochgehe. Erstmal reingehen. Station Delta. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Ich möchte gerne da reingehen einfach. Signal location uploaded to PDA. Ah. Hier ist sehr viel Technologie. Da draußen war ein Scanner, ich hab's gesehen. Ich wollte nur erstmal hier reingehen, weil Wärme und so. Kann ich in einem Bett schlafen? Wahrscheinlich noch nicht. Aber wenn ich eins hab, später schon. Das ist ein... Da kann ich Sachen upgraden, genau. Das ist super gut. Freigeschaltet. Alter, wir kriegen hier einfach das ganze gute Zeug. Jackpot einfach hoch 100. Ist doch mir egal, ob die mich mit ihrem Riesenmech absticht. Ein Drehstuhl, als ob. So. Jeremiahs Bett. Okay, hat sogar Narben, das Bett. Wie auch immer Jeremiah ist, aber hier sieht es nicht mehr so aus. Herzwerkraum. Kann das ganze Gebäude scannen. Sehr wichtig, hier alles mitzunehmen. Ja, dann haben wir ja schon mal so ein bisschen Baugrundlagen. Freds Bett. Weiß nicht, warum ich Freds Bett auch nochmal einzeln scannen muss, aber ja, her damit. Das nochmal Rasierset öffnen. Freds Rasierzeug einsammeln. Vielleicht treffen wir ja Fred nochmal. Ist ja überhaupt schon gruselig, dass hier andere Lebewesen mal sind. Zeichnung. Den Schrank können wir nicht scannen, aber hier haben wir ein Pet. Ich habe eine tolle Zeit. Also, Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids and we used to play underwater city. Only sea monsters aren't pretend and I don't need to hide behind you when one swims by. Because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. Be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite! Okay. Fred hat also auch mit Sam abgehangen. Vielleicht ist das die Love Interest. Aber ich alle erstmal als Love Interest sehen. Ja, das war der Pilz, den ich gescannt hatte. Was habe ich noch Interessantes? Technik. Lichtstab, genau. Modifizierungsstation, wo man alles besser machen kann. Und die Seebahn. Ein fortgeschrittenes Unterwasserfahrzeug mit koppelbaren Wagenabteilen für maximale Anpassungsfähigkeit im Einsatz. Ach so, stimmt, das habe ich in so Vorschaubildern gesehen. Das ist so ein Sea-Truck. Da kann ich halt echt einfach so ein paar Wagen hinten dran koppeln und einfach dann wahrscheinlich mehr Zeug lagern. Aber dafür gebe ich dann wahrscheinlich Geschwindigkeit und Mobilität auf. Ja. 150 Meter kann dieses Ding tauchen. Okay. Naja. Das ist cool. Ich hätte immer noch gerne Taschenlampe.
Und noch ein PDA von wahrscheinlich dem anderen, der hier Jeremiah. Communications Tower Maintenance Log. Another day, another slight by the winged Furies. As usual, I got an interference alert. As usual, I went out to see what the problem was. As usual, it was frozen stalagmites of feathered bird excrement. I fear the career impact of saying this officially. If you can even call what I have a career. But I could swear they're targeting me personally. The week I was out with the flu, I came back to find the tower spotless. Parvin laughed at me when I asked him how he cleaned it. Silly me. As if Parvin would ever clean anything. There's nothing left for me to do but quit. But I know that's what the birds want me to do. Oh, and I got the tower up and running. Maintenance complete. Okay, der wurde persönliches Target von Vogelkacke angegriffen. So, und hier haben wir noch ein ganzes Zimmer, was ich noch gar nicht angeguckt habe. Medikit. Yes, Inventar voll. Trinken wir mal ein bisschen was. 2, 3. Und essen können wir auch, nichts. Ich habe keinen Fisch gekocht. Schade. Aber wir können die Schneebälle fallen lassen. So. Nährstoffblock nehmen wir mit. Großes gefiltertes Wasser. Großes gefiltertes Wasser sogar. Da haben wir noch einen Glastisch zum Mitnehmen. Ich hoffe, die ganzen Audiologs nerven nicht, aber ich finde die cool eigentlich. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Parvin. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Die sehen alle sehr interessant aus. Das sage ich zu dem Dialog. Fragmente einer Jukebox. Ein bisschen Music. Nehmen wir mal mit, aber es ist nur ein Fragment. Nee, wir haben sie direkt ganz bekommen. Cool. Da können wir ein bisschen Music ballern in unserer Unterwasserbase. Wir machen sowas so ein Chilling. Karte mit allen, mit der Einrichtung. Wir haben eine Map. Das hat in Subnautica 1 auch, also eine Map und eine gute Möglichkeit, die Fragmente zu finden. Das war in Subnautica 1 beides kacke. Man muss echt nach einer Karte googeln. Ich hoffe, man kriegt hier so richtig viele Karten. Ich würde gerne noch wissen, wo ich abgestürzt bin. Wir sind jetzt hier auf dieser Insel. Ziemlich safe. Und das sind die 5 Basen wahrscheinlich, die es gibt. Ist hier unter Wasser eine Basis? Wir haben ja 200 Meter unter Wasser, glaube ich, irgendwie sowas gescannt. Wir sind auf jeden Fall bei Eisschollen abgestürzt. Das sind die vielleicht hier? Oder da? Glaube ich. Ich würde sagen, wir sind da, so in dem Gebiet. Sind dann 600 Meter da lang. Okay. Station Delta, Missionszentrale, Kommunikation und Logistik, Robotikzentrum Vieh, Ingenieurswesen und Robotik, Außenpost 0, Xenobiologische Forschung, Bergwerk Kopper, Materialaushub, keine Ahnung, und Labor Omega, biologische Forschung, geheim. Das hier ist Omega, das Symbol kenne ich. Die anderen Symbole kann ich nicht von der Sprache. Aber gut. Okay, da ist geheime Forschung, aber da wird es auch ultra gefährlich sein in die Richtung. Da würden wir wahrscheinlich später hin müssen. Eigentlich müssten wir das Robotikzentrum angucken, aber ich weiß halt nicht, welches Symbol Vieh ist von dem... Ihr wisst es bestimmt in den Kommentaren, das ist sehr gut, aber ich kann auch nicht drauf eingehen. Ja, und eine Jukebox haben wir. Fast so wichtig wie die Karte. A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Ja, guck mal, die sagt dasselbe, was ich mir gedacht habe. Schön, dass es endlich Tageslicht gibt.
Was? Fabrikator. Ah. Sehr schön. Den brauchen wir auch. Können wir jetzt selber bauen. Und ein Schrank ist halt insane. Da können wir ultra viel Zeug drin lagern. Kann man alles nicht benutzen, aber wenigstens kann man scannen das Zeug. Ich google einfach mal, wie das Symbol von Vieh ist. Das ist ein durchgestrichenes O. Das da. Da ist die Basis, wo sie gearbeitet hat. Okay. Das sind die Dinger, die Masten ankacken. Okay. Ich laufe erstmal weiter hier draußen rum. Datenbox. Scannerraum, Ort, Rohstoff und Wracks in Reichweite. Ah ja, den Raum. Cool. Der ist auch ultra praktisch. Wir müssen uns dann irgendwann mal eine Base bauen, auf jeden Fall. So, gehen wir hier mal rein. Emanuel. Chefschreibtisch. Ich habe echt hier Giga-Loothausen. Cushy Setup. Must belong to one of those higher uppers. Oh, ein Aquarium. Da konnte man sich, glaube ich, Tiere drin halten. Oh, ein Pflanzentopf. Da konnte man sich Essen anbauen. So gute Sachen hier. Ein Ballspiel, ja. Oh. Mit Magnetkraft. Emanuels Bett. Der hat aber ein Big Bett. Der Boy. Nehmen wir mit. Und da können wir noch hier rein. Ein Observatorium können wir hier noch scannen. So viele coole Sachen. Das ist die ganze Gebäudegrundstruktur, die man braucht zum Überleben. Sehr schön. Ein PDA. David, you'll be happy to know. Also the Frostpack is making excellent progress. I must say, my management style appears to be uniquely well suited to isolated planets. I miss you, of course, but I wonder if you feel it too. As great as we are together, we're almost better apart. Just look at how well Prosperina did in her last show. I'm sorry I couldn't be there to see it, but I'm sure if I'd been around, I'd only have made her nervous. Once this mission is over, I'll come home for a few good months. And then, what do you think if we look at reorganizing our expectations to facilitate longer-term separation success? I really think this could be a great model for us going forward, romantically and otherwise. Don't forget, I love you from the depths of my heart. Keep on succeeding in your projects. You know there's nothing I find more attractive. Okay, hat sein Boyfriendo eine Nachricht geschickt. Ich weiß nicht, ob die Leute hier alle überlebt haben. Es wirkt irgendwie nicht so. Aber hier ist ja auch eine crazy Oma mit einem Kampfroboter unterwegs. Also, oh, Motivationsbooster. Namensschild. Ach, guck mal, da haben wir einen Scan von ihm bekommen dafür. Cool. Aber Lebewesen. Allein, dass die Oma überhaupt lebt. Noch ein Bett. Let's go. Good morning, Frostpack. Just a quick update to inform you of some key achievements and priority shifts we need you all to get behind. The Spy Pangling project was a resounding success. Please join me in congratulating Samantha IU, who is now reassigned to Outpost Zero, helping us dream of future initiatives. Congratulations are also in order for Danielle Valenti and her team at Omega Lab. The closing of Phi Robotics means important funds can be redirected to their Kara bacteria study, which has important, positive implications for the life sciences. You're all doing an exceptional job, and I don't want to promise anything, but HQ has been taking notice. Keep up the good work, and I think we can start discussing bonuses soon. Okay, was hat er gesagt über die Labore? Herzlichen Glückwunsch an Daniele und ihr Team vom Omega-Labor durch die Schließung der Phi-Robotik. Okay, also Phi-Robotik wurde irgendwann geschlossen, nachdem das Projekt mit dem Pinguin Erfolg war. Okay, also bei dem Labor werden wir wahrscheinlich also dann sehr viel Zurückgelassenes entdecken. Okay, Doki. Kriegen wir hin? Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Okay. So, jetzt haben wir die ganzen Gebäude durch. Ich habe kein Essen gefunden, was ich anbauen könnte, leider. Zumindest so spontan nicht. Aber wir haben noch den Turm. Kann halt nur sein, dass da jetzt eine Killer-Roboterfrau auf uns losgeht, aber ich stürme einfach instant zurück, wenn sie kommt.
Oder sie sagt halt einfach nur, das ist meine Insel und lässt mich in Ruhe hier alles looten und klauen. Nehme ich auch mit. Tower Maintenance Log. Okay, this time the birds have really done it. I don't know what they've been eating, but it's corrosive when it comes out the other end. I'm gonna need to rewire. I'm short an element to fabricate the right cable. I remember seeing some when I did that dive to the old ship. I'm gonna go out there and see if I can get some more. That should fix it. Maintenance status in progress. Ah, das muss ich bestimmt auch selber reparieren jetzt. Dann brauche ich das Reparaturtool und die Materialien, die er gerade erwähnt. Tauchgang zu dem alten Schiff. Okay, ich muss irgendein altes Schiff finden. Okay, apropos, reparieren und so. Wir gehen nochmal kurz ein Stück rückwärts und holen uns den Scanner, den ich habe liegen lassen, weil das wäre ziemlich dumm, den nicht mitzunehmen. Den hier. Konstruktionswerkzeug. Genau, jetzt können wir selber Sachen bauen. So, jetzt können wir hoch zum Turm gucken. Ein Bauplanerzeug, Solarmodul. Ja, wahrscheinlich so ein paar Grundrezepte. 50 neue Rezepte haben wir einfach. Titan, emailliertes Glas, erweiterter Kabelsatz, Thermoskanne, Lichtstab hier, Fahrzeugstation haben wir noch nicht genug, Silbern auch noch nicht, Thermalklinge, genau, das ist einfach eine Kochklinge, die kocht direkt Sachen, wenn ich da drauf haue und die macht ein bisschen mehr Damage. Da für meinen Scanner rum, die Upgrades, Basisbauteile, ganz, ganz viele. Energietransmitter, erhöht die Reichweite einer Energiequelle, Solarmodul, ein Bioreaktor, okay, habe auch schon. Und Innenmodule. Jukebox, Lautsprecher, Jukebox, schöner Pflanzendorf, Kaffeeautomat, Junge, was wir alles hier gefunden haben, ne? Sogar eine Batterieladestation schon. Und hier unter Sonstiges haben wir auch lustige Sachen, wie ein Abfalleimer und so. Und ein Schild, wo wir Namen draufschreiben können. Und wir können die Betten bauen. Einzelbett, Doppelbett, Einzelbett. Freds Bett sieht am coolsten aus, tatsächlich. Emanuels Bett ist halt ein Doppelbett, ist auch nice. Okay. Sehr, sehr viel guter Loot. Schauen wir mal, ob hier was schief läuft oder ob wir einfach mal uns hier umgucken. Satellitenüberwachung aktiv. Statusbericht. Scan des Sektors 0. Zwei lebende Humanoide geortet. Nicht autorisierte Konstruktion von Basen und Fahrzeugaktivität festgestellt. Empfehlung beobachten und auf mögliche Intervention vorbereiten. Okay. Wir können ja noch hochklettern. Aber alles angucken, was geht, ne? Ein PDA. Und Testüberbrückungsmodulanschluss. Sie wird uns das hier bestimmt sagen. Schulung neuer Mitarbeiter. Es wird empfohlen, alle Schulungen abzuschließen, während sich der Mast im Testmodus befindet. Der Testmodus ist eine voll funktionsfähige simulierte Version des Live-Modus. Im Testmodus wird die gesamte Kommunikation vom Mast einschließlich Notsignale, Sicherheitswarnung und Spionageübertragung deaktiviert. Um Testmodus zu starten, stecken Sie das Testüberbrückungsmodul in den Diagnoseanschluss, wie in der Abbildung links dargestellt. Der Befehl Testmodus aktivieren kann über die Konsole eingegeben werden, sobald das Testüberbrückungsmodul angeschlossen wurde. Okay, also muss ich so ein Testüberbrückungsmodul reinstecken. Und dann kann ich mehr Daten aus dem Scanny-Dings hier rausholen. Ne? Genau, das ist ein Testbericht. Hypothermia imminent. Oh, kalt. Kalt, 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 kalt. Lumi, do your thing. Danke. Ja, vollgekackt ist hier noch gar nichts. Also keine Ahnung, was die sich einbilden. Bildet der eine Typ. Ja genau, wir haben da Säure gefunden auf dem Weg nach oben. Und mehr auch nicht. Hey du da. Jawohl! Fertig gescannt. Ihre Anwesenheit ist ein Zeichen für nahegelegenes Festland. Okay. Himmelsrochen, vogelähnlichen Kopf und gefiederte Flügel, mit denen er fliegen kann. Das sieht eigentlich süß aus, ne? Hat so ein Bird-Körper, wie so ein Pinguin einfach mit Spannflügeln. Süß. Okay. Das war's dann mit der Insel, würde ich schätzen. Dann gehen wir mal.
Ich habe hier, glaube ich, eine Treppe gesehen. Ja. Man fällt wahrscheinlich auch nur in die Höhle wieder rein. Kalverit-Aufschluss. Oder nicht? Aussicht auf Gold. Für Gold mache ich Platz. Da trinke ich gerne einen Schluck oder so. Titan. Darf ich in meinen Tod? Ich will erstmal gucken, was da am Ende ist. Was zur Hölle? Hier ist so viel Loot. Was bist du? Ich kann auch nicht krabbeln, tatsächlich. Achso, ich guck mal in die Steuerung. Nee, Anruf entgegennehmen. Okay, scheinbar wird man manchmal angerufen. Nachladen, Foto machen. Werkzeugfunktion. Springen. Nee, es gibt kein Ducken. Aber hier ist ja extrem viel Gold. Titan kann ich überall finden. Nimm mir Gold. Dann haben wir ja noch desinfiziertes Wasser und Essen. Okay, ja, wir müssen herausfinden eigentlich, welche Biome sicher sind. Wir wissen, dass wir hier also krank viel Gold noch zum Sammeln haben und dahinter auch noch Zeug haben, aber dafür sind wir zu groß. Vielleicht gibt es so eine kleine Drohne, die man steuern kann. Vielleicht mal die Pinguin-Drohne steuern oder so. Mit der Zeug sammeln. Da ist auch noch Schwefel. Ja, wir sind an einer sehr unerreichbaren Stelle, also kommt man echt nur von oben auf der Insel hier hin. Ich war sehr irritiert, dass auf einmal hier so Infinite Gold rumhängt. Doch, ein bisschen versteckt auf der Insel. Muss man ja sagen. Da sind sogar Pinguine. Ja, wenn ich so diese Seebahn hab oder so, kann man bestimmt was mit anfangen. Ich muss eigentlich theoretisch auch mehrere Basen bauen. Wo war das Schild da? Hier geht's runter. Was, also ich verstehe nicht, was diese Killer-Mech-Frau mir sagen wollte. Das ist meine Insel. Und dann geht sie einfach. Lässt mich in Ruhe alles looten. Hufeisnuss. Oh. Das ist so ein 4-Slot großes Ding. Kann ich nicht pflanzen? Ich kann nicht 100 pro pflanzen. Außer ich muss davon was abbauen. Hufeisenstrauch. Hufeisensträucher sind Landpflanzen, die unter warmen Bedingungen gedeihen. Ihre Bestimmung ist aufgrund der dichten Blattkrone im gegabelten Stamm einfach. Der Stamm hat einen dicken Faserkern, der Wasser für seinen Fruchtkörper speichert. Beurteilung, die Früchte können geerntet und angepflanzt werden, sind eine nachhaltige Nahrungsquelle. Es war so dunkel hier, dass ich die fast gar nicht gesehen habe. Kein Platz für nochmal 4 Stück. Ja, ich brauche meinen Titan jetzt halt auch bald auch. Hier ist zu viel Loot auf der Insel. Wenn man das mal sagen muss. Die Insel ist insane. Hier einfach alles, was ich wollte. Aber Leute, ich glaube, beim nächsten Mal schwimmen wir zurück, bauen so eine kleine Mini-Basis. Und sind dann die Kings. Die Kings der Wasserwelt. Ja, wir haben jetzt die Insel die ganze Folge erkundet und so. Schau nur noch, dass der Weg nach unten jetzt safe ist. Nicht, dass die nächste Runde an Folge anfangen und dann kommt auf einmal doch die Mechfrau und bringt mich um. Oder man sperrt hier alles ab. Vermint hier das gesamte Land. I don't know. Aber bisher ist hier alles ziemlich chill gewesen. So. Sind hier wieder beim Wasser angekommen. Ich muss sagen, den Weg dahin fand ich aber jetzt nicht so safe. Und ich habe leider kein weiteres Fragment im Sichtfeld. Na gut, aber wir beenden hier, wo wir angefangen haben. Beim nächsten Mal schauen wir, dass wir uns das Seeboot bauen. Die Karte ist insane wichtig, wenn wir herausfinden, wo wir auf der Karte sind und wissen,
Wir wissen eigentlich, wo wir sind. Warte mal. Gerade mal überlegt, sorry. Aber Gehirn einsetzen ist nicht meine Stärke scheinbar. Wo wird die Karte sein? Da. Wir haben ja einen Kompass gebaut. Wir wissen ja, wo Norden ist. Wo ist unsere Boje? Unsere Boje ist im Norden. Das heißt, unsere Boje wird hier sein, in dem Gebiet. Wir sind da, glaube ich, gerade. Also da im Norden. Da ist unsere Boje scheinbar in dem Gebiet. Dann müssten wir in die Richtung von der Insel, um dorthin zu kommen. So, da ist die Station. Ja, Kompass ist schon sehr praktisch. Okay. Ich hoffe, die wird ja auch nach Himmelsrichtung sortiert sein. Ja, da ist auch ein N drauf. Genau, Norden. Okay, wissen wir, wo wir beim nächsten Mal hin müssen. Gut. Aber beim nächsten Mal bauen wir, glaube ich, erstmal Zeug, bevor wir zu dieser Robotikstation gehen. Suchen noch das eine Fragment vielleicht. Sterben dabei. Wer weiß. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.